Plus.de. So, die T-Serie. Jetzt in klein. Wir haben sie groß, diese kleine, mittlere, der mittlere und jetzt die T-Serie in Mini. T638. Ganz wichtig, es handelt sich hier um A-Qualität, nicht B- oder C-Qualität. B-Qualität und C-Qualität heißt, die Materialien und die Elektronik funktionieren nicht so, wie sie funktionieren sollen. Zum Beispiel hier kann ich die Kufe, so, ich kann sie biegen und machen und tun, was ich will. So, guck mal. So, jetzt nehme ich sie, drehe sie rüber, steckst sie da rein, ganz normal, wie vorher auch. Die Rotorblätter, genau dasselbe. Wie bei einem anderen Modell, die Gummirotoren. Ich drehe sie. Ich kann die Paddelstange biegen, wie ich sie will. So, Haube, wie immer, aus Gummi. Hier. Und? Schwupp. Natürlich sieht man den Knick ein bisschen, aber es ist Gummi. Kann ich noch rumdrücken, wie ich will. Auch das Teil hier. Alles so. So, jetzt schaut mal, was ich mache. Ich fliege noch nicht. Jetzt kommt der Vergleich. Jetzt zeigen wir mal einen C-Ware Helikopter. So, das ist ein Röhrchen. So, jetzt schlagen wir mal an die Wand. Oh. Das war ein ganz leichter Schlag. Schon gebrochen. Da, das ist auch schon abgebrochen. Das hier bricht doch ab. Und das ist schon komplett abgebrochen. Komplett kaputt. Wenn ich da einmal, zweimal hin und her mache, haben wir es in der Hand. So. Das Chassishalter, abgebrochen. Die Flügel. Oh. Also ich. Nummer eins und schon ab. Das ist doch, also da, die, das da, oh, schon abgebrochen. Guck mal, in wie vielen Bestandteilen dieser Heli dieses Teil hier überragt. A-Qualität, C-Qualität. So, den kick mal in die Tonne, weil der kommt in die Tonne. Der kommt. Gerade einschalten, vergesse. Noch einschalten, hier ist noch ein Blinklicht runter. So. Ohne Fernstellung. Er bleibt exakt stehen. Exakt. Ich mache so, guck mal, ich drehe, gehe zurück. Und haben wir da wieder richtig gerade noch alles. So, ich drehe, gehe zurück. Das ist dieses T-Serie-Phänomen. Ich drehe, guck mal. Mit Flügel. Nochmal. So, das war jetzt mal die Veranschaulichung von A-, B- und C-Qualität. Ich kann diesen Helikopter billig kaufen, auch im Internet, billig. Also habe ich C-Qualität oder ich kaufe hier identisches Modell als A-Qualität. Jetzt nochmal Rundflug. So, Rundflug. Mit einem Finger, hier, ein Finger, wieder runter. Komm, mit der Kopflandung. Passt. Ich probiere es nochmal. Also ein Finger. Und. Und wieder starten. Und. Ah.
Und ganz wichtig bei dem Modell ist, ich lasse fliegen, mache ihn aus. Gas weg, lasse fliegen, mache ihn aus. Gas weg, lasse fliegen und dann geht's weiter. Das ist nun mal A-Qualität zu einem extrem günstigen Preis. Wenn ich ihn aufladen will, habe ich hier das Coole. Ich habe jetzt hier ein USB-Kabel. Ein USB-Kabel. Das ist neu. Steckst in die Fernsteuerung rein oder in den PC. Ich habe hier das rote Ladelämpchen und stecke dann das Kabel hier rein. Und schon ladet der Helikopter auf. Das USB-Kabel kann ich natürlich auch ganz normal für den PC benutzen. Fernseher mittlerweile, DVD-Player. Egal wo ein USB-Anschluss dran ist, kann ich den Helikopter aufladen. Wichtig ist, nach dem Fliegen niemals sofort aufladen. Immer 10 Minuten, Viertelstunde warten. Das sagt auch kein Händler zu euch. Ich sage es zu euch, wir sagen es zu euch. Viertelstunde warten, damit das Akku abkühlt und dann wieder aufladen, weil dann geht das Akku nicht kaputt. Ganz, ganz wichtig. Und wie gesagt, T-Serie. So ein Beatbox machen. Und ich fliege immer noch und habe die Fernsteuerung hier. Und mit einem Finger, vorwärts. Und ich laufe hinterher und drehe um und fliege zurück. Und fliege im Kreis. Einen Finger. Immer noch ein Finger. Immer noch ein Finger. Ein Finger. Vorwärts, rückwärts. Ein Finger ist das. Ein Finger rückwärts, ein Finger vorwärts. Rückwärts, die Wand kommt, drehen, vorwärts. Und jetzt Beckelbauer. So, passt auf. Haha, fliegt weiter. Und nochmal. Angehakt. Gas weg. Wer es jetzt glaubt, macht es jetzt zu Hause. Nochmal. Halt aus. Hier. Wieder einhaken. Ausmachen. Und wieder anmachen. Das sieht jetzt ein bisschen dreckig aus. Mal wieder sauber. So, so, so. Hinstellen. Und jetzt hat jeder von euch gedacht, er geht nicht mehr. Ich auch, aber er fliegt noch. So, und das ist das begehrte, einzigartige T-Serie-Modell aus Gummi. Und wer den nicht kauft, ist selbst schuld, weil er fliegt immer noch. Und jetzt bei gobulus.de. Viel Spaß beim Einkaufen, zeigt das Video euren Freunden, Bekannten und schaut noch mal ganz kurz hin. Kein Defekt. Kein Defekt. Aber wenn ihr das zu Hause nachmacht und es bricht trotzdem was, weil ihr das auch draufgetreten seid, müsst ihr natürlich Teile kaufen. Viel Spaß bei gobulus.de.